Kapitel 2, die Katakomben von Dyfed. Da bist du ja. Wird auch Zeit. Erst umsehen, dann springen, Ilara. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Jetzt hab dich mal nicht so. Okay. Mit dir muss man immer aufpassen, dass man nicht gleich hops geht hier. Ach, doch. Batman greift an. Sieht aus wie der Eingang zu einer Höhle. Ach echt, dann geh doch durch. Sieh nicht hin, Caddock. Es scheint da sowas wie ein Spinnenproblem zu geben. Ach, super. Noch mehr Insekten. Ach, Caddock, diese Lusche. Wieso bin ich eigentlich mit dir unterwegs? Das ist ja schlimm. Ohne mich wärst du schon längst tot. Du ja, ja, mich. Ja. Heul doch. Ein echtes, uraltes Verlies. Ja, aber lass uns jetzt die Sache gehen. Ja. Ja. Ja, ja, den hab ich mitgenommen. Schalala. Moment, Moment, hier ist noch einer, den wir erlösen können. Da! Ein Bürger von Dyfed. Worauf warten wir? Tun wir, wofür wir bezahlt werden. Blablabla. Ah, da hinten sind wieder unsere Freunde. Ja, stimmt, das war ja da noch dieser Zwischengang. Ja. Oder so. Leiche. Yay. Meine Liebsten dahingeschlachtet, so kam ich hierher, um sie zu töten. Ich habe mich hier behauptet, in diesem Vorsaal, gegen 4x99 wilde Vagar. Ihr Stahl drang durch meine Haut, aber ich tötete weiter, bis die Stille sich ausbreitete. Nur ich stand noch, doch meine Wunden waren zu tief. Ihr, die ihr meinen Kampf fortführen mögt, die diese üblen Vagar-Bestien töten mögt. Seht dort, wo das Feuer ewig fällt. Dort könnt ihr erkennen, wo ich meine Schätze verborgen habe. Verwendet sie wohl. Das werden wir tun. Für Schätze haben wir immer eine gute Verwendung. Sonst würden wir das ja hier nicht machen. Eben. So, ah, genau, hier war nur der Typ. Hier ist wieder Feuer. Ich glaube, das können wir auch gleich wieder gebrauchen. Oh, er speichert. Hm. Und hier geht irgendwas ab, was Krankes. Das letzte Mal hat er hier an der Stelle aber was gesagt, der gute Caddock. Ja. Jetzt hält er die Schnauze, er traut sich nicht mehr. Na, du bist ja süß. Beide Tür. Nö, Nahkampf hatte ich keinen Bock drauf. Ich bleib hier oben. Lebensenergie und Mana erhöht. Whatever. So, wo ist noch einer? Ah, da hinten. Ah, der springt runter. Ach, verdammt. Ich seh doch hier nix. Ah, der. Ja, come on. Das war's. Manas alle. Oh, cool. Ich hab mir was fallen lassen. Komm schon, stirb. Boah, hallo. Bleib doch mal stehen hier. Ah, der ist schon hinüber. Ah, da ist noch einer. Ah, der steht dahinter, die Sau, wo ich nicht hinkomme. Komm hier raus.
So, ich komme mal runter. Hier ist noch ein Waffenständer. Ach, 10 noch? Nö. Ah, da ist noch einer. Ey, jetzt bleib doch mal stehen, Mann. Got it. Vollnase. Ah, da kommen noch mehr. Da kommen noch welche. Okay, Moment, Moment, Moment. Hier lag irgendwas. Das ist jetzt egal. Das könnte nützlich sein. Da kommt noch einer da hinten. Ach, der hat eine. Oh Mann! Moment. So, jetzt aber. Wow. Das war ich! Es hat's platsch gemacht. Mit meinem Zauber habe ich ihn zerstört. Oh, hier ist noch eine. Ach, ein Heiltrank. So, was haben wir hier? Gold. Pfeil. Kann man hier eigentlich. Ups. Nö. Da müssten wir. Ah, gute Frage. Ups. Wow. Wow! Oh, das schade. Ach so. Brauchst du noch einen Regenerationstrank? Hier liegt noch einer. Ich bräuchte Heil- und Mana-Trank. Das, wie immer. Das ist bei mir beides voll. Ja. Geh, aua. Ach komm. Wo ist der andere? Da. Na, damit. Na, jetzt komm halt her. Ja, warte mal. Kümmer dich doch um diese Bogenschützen. Na. So, wo seid ihr denn alle? Na, da oben sehe ich aber nichts. Wow. Ey! Ah, du dumme Kuh jetzt! Oh. Oh, nur ein Regenerationstrank. Ich brauche einen Heiltrank. Gotcha. Come on. Und einmal Execution. Dankeschön. Kommt aber der Kopf weg. Ja. Da kommen noch mehr. Und noch ein Dicker. Das ist schlecht. Ich bin gleich tot. Nein, geh weg. Ich hab doch noch ein bisschen Mana hier. Hör auf, mit deinem Bogen auf mich zu zielen. Ah, nein. Fuck, ich sehe gerade nicht meine Leben. Oh Gott. Okay, ein Treffer noch und ich bin tot. Nein. Ich kann gerade leider nichts machen. Hier liegt Mana, Mana, Mana. Come on. Warte, Kedok. Hab ihn. Oh, was ein Pisser. Vorne. Mehr Glück als sonst was. Hier liegt noch eine Leiche. Ja, ich weiß. Moment, ich komme. Liegt hier vielleicht noch irgendwo ein Heiltrank zufälligerweise? Nee, da oben war nix. Nee. Och, Menno. Ich würde ja gerne einen geben, weil ich habe 2, aber. Also, ich habe keinen roten Strich mehr. Ein Treffer wirklich noch und ich bin tot. Ich war einfach zu langsam. In meiner Jugend konnte ich Leute mit Waffen erledigen, sogar mit 2 Waffen. Aber diese Wargar Seelets, die geben nicht auf, ziehen sich nicht zurück. Das sind wilde Tiere. Und ich war zu langsam. Ich glaube, er war zu langsam. Ja. Habe ich auch so verstanden. So, hier oben. Hier ist auch nichts. Hier hinten. Hier liegt aber auch wirklich nirgendwo ein Trank rum. Nee, hier ist nur wieder ein Regenerationstrank. Oh, hier ist eine Tür. Die sieht interessant aus. Müssen wir hier eigentlich hin? Nee, müssten wir noch nicht mal.
Ist da hinten noch irgendwas? Ach Mädel, jetzt geh doch mal aus der Deckung. Waffenständer? Was ist das? Keule des Nordens. Hey, Keule! Ohne Tür, die ich öffnen könnte. Okay. Mach doch. Weil da hinten war auch noch eine Tür, aber die war so zu. Ich glaube, da kommen wir nicht rein. Ja. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Warte, da liegt eine Regeneration. Scheiße. Dankeschön. Hilf mir. Ja, jetzt hab ich kein Mana mehr. Ja, perfekt. Holla, 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 holla. Kristall. So, was haben wir denn hier? Ne. Der ist irgendwie nicht so... Aber der ist schnell. Ach, ich nehme den mal mit, was soll's. Das war's auch schon. Weiter geht's hier nicht. Mehr ist nicht. Komisch, wieso ist die Tür wieder zugegangen? Hab die aufgetreten, hab die kaputt getreten. Keine Ahnung. Alles verhext. Echt jetzt mal. Da ist doch Bibi Blocksberg am Werk. Hex, Hex. Na, aber hier das Feuer brauchen wir auf jeden Fall. Oh, da vorne ist wieder ein Dings. Hast du da was? Huschen hören? Und was, wenn? Dinge, die huschen, mag ich nicht. Ach Junge, du magst so einiges nicht. Das ist... Leiche. Moment, hier hinten geht's auch noch weiter. So, bin da. Meine Frau hat immer gesagt, diese Höhlen sind gefährlich. Ich antwortete, das stimmt nicht. Dass es keine Gefahr gibt, ab und zu mal eine Fledermaus, mehr nicht. Ich ahnte nicht, dass da etwas Böses in den Schatten lauerte. Ich dachte, es wäre nur eine Fledermaus. Bis mein Hals in seinen Fängen war. Meine Frau hatte recht. So ein Mist. Ja, dumm gelaufen, wa? Halt, Frank! Und hier hinten war auch noch ein bisschen was. Ah, und hier war und das zum Anzünden. Ja, aber hier... Kann ich hier nicht auch noch was anzünden? War hier nicht auch noch irgendwas? Und eine Frau. Ja, aber die labert ja nur. Hier ist noch was zum Zerhauen. Ah, das war ein Mana-Trank. So, jetzt nehmen wir mal wieder das Feuer mit. Probier's mit einer Flamme. So, wo muss ich hin? Ah, da. Ups, aber aus Versehen die Leiche nochmal aktiviert. Naja, dann redet er jetzt einfach nochmal. Lass ihn reden. Ja, deine Frau hat immer gesagt, die Höhlen sind gefährlich, bla bla. Ich höre Viecher. Ja. Lauf einfach Viecher. Weiter. Einfach weiterlaufen, einfach weiterlaufen. Okay, wo geht's lang? Ach, da. Da ist ein Pfeil, den kann ich nichts anfangen. Sollten wir jetzt aber ich, rennen. Und hier ist noch eine... Dunkeln stehen. Hier war noch ein Mana-Trank. So, ich sehe nichts. It is so dark. Oh Gott. Eklig. Lasst mich in Ruhe. Ich möchte den Schmetterlingen folgen. Nicht den Spinnen und den Krabbeln. Nein, 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 nein. Oh, ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Diese Drecksviecher. So, hier ist noch ein bisschen Gold. Da hinten ist noch eine Leiche. Und jo. Hier gibt's noch... Christa. Na. Take it. So. Oh Gott, ich sehe gar nichts.
Verflucht. Ich wusste, meine Magie würde die Klapperkriecher dezimieren. Das ergab sich zwingend aus meiner Theorie, dass Elektrizität bei deren Erschaffung verwendet wurde. Wenn ich nur gewusst hätte, dass es so viele sind. Hätte, könnte, sollte, wollte. Tja, das Leben ist hart und ungerecht. So...